Ich möchte euch heute in diesem Video auf Online-Physiotherapie zum Thema Rückenschmerzen, Übungen vom Physiotherapeuten, 4 gezielte Eigenübungen zeigen, die das Thema behandeln. Beweglichkeit, eine Entlastungsstellung und eine funktionelle ganzheitliche Dehnung. Die erste Übung ist eine Beweglichkeitsübung, ist ganz einfach auszuführen. Ihr stellt beide Beine an, die Arme liegen ganz entspannt neben dem Körper und dann wird eine Beckenkippbewegung durchgeführt. Das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Rollen vom Becken und zwar kippt die Selina das Becken nach oben und nach unten. Dadurch entsteht eben eine Rollbewegung im Beckenbereich, du darfst schon mal weitermachen, und eben auch vor allem im unteren Bereich der Wirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule. Eine ganz fließende, weiche Kippbewegung, wo eben die Beweglichkeit gefordert wird. Bei der Durchführung achtet ihr darauf, dass ihr nicht jeweils bis ans Ende der Bewegung gehen müsst, also nicht die maximale Beweglichkeit rausholt, sondern es reicht, wenn ihr euch in einem mittleren Bereich bewegt, in jegliche Richtung. Beim Kippen in die eine und beim Kippen in die andere Richtung. Das Wichtigste ist, dass es flüssig läuft. Und diese Bewegung macht ihr ruhig mal eine Minute und nach der Minute eine Pause und das Ganze dreimal hintereinander. Die zweite Bewegung ist ebenfalls, oder die zweite Übung, eine Beweglichkeitsübung. Da werden die Beine ausgestreckt. Gut, du darfst gerade mal Fußzehen hochziehen. Genau. Und jetzt schiebt die Selina im Wechsel ein Bein nach unten raus. Das heißt, sie verlängert einmal das linke Bein, einmal das rechte Bein. Die Knie bleiben dabei gestreckt und es resultiert daraus auch wieder eine Beweglichkeitsübung für den Beckenbereich und gerade für den unteren Bereich auch wieder den Lendenwirbelsäulenbereich. Auch eine ganz feine, flüssige Bewegung und wie vorher schon angemerkt, auch so, man muss nicht bis das letzte Stückchen der Beweglichkeit rausholen, es sollte einfach flüssig laufen und gleiches Prinzip, eine Minute lässt man das so durchlaufen. Und nach einer Pause macht man auch diese Übung dreimal hintereinander. Jetzt kommen wir zu einer Entlastungsstellung, auch einer Streckung der Wirbelsäule. Die gesamte Wirbelsäule wird in Streckung gebracht. Dazu starten wir aus dem Vierfüßlerstand. Jetzt geht die Selina mit den Armen nach vorn und gleichzeitig geht der Po nach hinten. Genau, die Arme bleiben weit, weit vorne, das Gesäß hinten. Und jetzt sehen wir schon schön, dass die Wirbelsäule komplett in eine Streckstellung kommt. Sie hat auch schön den Kopf eingestellt. Der bleibt nämlich ganz sauber zwischen den Armen. Und denkt daran, der Po muss nicht hinten auf den Fersen absetzen, überhaupt nicht. Sondern wir wollen insgesamt eine schöne Streckung der Wirbelsäule. Das entlastet zum einen die Gelenke, die Bandscheiben und ist eine wirklich schöne Entlastungsstellung. In der bleibt man nur so circa eine Minute. Auch da geht man noch aus der Position raus, darfst gerade mal wieder rauskommen auf alle Viere. Und nach einer kleinen Pause machen wir dasselbe nochmal, sodass man zweimal eine Minute die Bewegung macht. Darfst nur einmal, die Arme gehen weit nach vorne, der Po nach hinten. Alles rausholen, was an Streckung möglich ist. Und wie gesagt, die zweite Minute in der Stellung bleiben. So, und die vierte Übung ist eine funktionelle Dehnübung. Dazu braucht ihr lediglich einen Stuhl, einen Hocker oder ähnliches, wo ihr einen Fuß abstellen könnt. Die Selina hat schon gut gemacht, den relativ großen Abstand zum Stuhl und sie nimmt mal gerade ihren linken Fuß genau nach oben, den setzt sie auf. Da ist jetzt wichtig dabei, der Fuß ist weit nach vorne gesetzt, also wenn man jetzt im rechten Winkel den Fuß absetzen würde, wäre es zu wenig. Er muss wirklich deutlich nach vorne im Verhältnis zum Knie abgesetzt sein, der Fuß. Und das ist die Ausgangsstellung und jetzt geht sie mit dem geraden Oberkörper gut nach vorne, bleibt vom Oberkörper gerade.
Jetzt hat sie die rechte Hüftseite wunderbar aufgedehnt. Wenn sie jetzt den rechten Arm nach oben nimmt, genau, der kommt nach hinten oben, der Rücken bleibt immer noch gleich. Jetzt hat sie die komplette rechte Seite aufgedehnt, das ist die sogenannte vordere Muskelkette. Mit der linken Hand, und die linke Hand setzt sie auf dem linken Knie ab, dazu so ein bisschen Stabilität und Halt und bleibt dann in dieser Position für eine gute Minute genau die Stellung halten. Gut. Dann würden wir genau das gleiche machen auf der anderen Seite, ebenfalls eine gute Minute. Du darfst mal dazwischen wieder zurück. Genau, auf der anderen Seite ebenfalls die gute Minute halten. Und so macht man jede Seite zweimal. Damit wir es schön an der Kamera zeigen können, machst du nochmal das Gleiche. Linker Fuß ist vorne, Oberkörper geht als gerades vor, sie hat auch die Kopfstellung sauber, passt alles dabei. Die linke Hand aufs linke Knie und jetzt kommt wieder der rechte Arm, sodass wir nochmal, wie gesagt, diese rechte Seite komplett schön aufgedehnt haben. Und umso besser die vordere Muskelkette aufgedehnt ist, umso besser wird der Rücken entlastet. Jetzt hast du 4 schöne Übungen, die du gerade zum Thema Rückenschmerzen, und es geht vor allem um die Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich, die du dort anwenden kannst. Wenn du sonst noch Fragen hast zum Thema Rückenschmerzen, dann darfst du auch gern in unseren Kommentaren Fragen hinterlassen. Oder du kannst zum Thema Rückenschmerzen auch unsere Playlist sonst aufrufen. Wir haben etliche Videos zum Thema, gerade was den Rückenbereich betrifft. Das wäre auch, also ganz gerne, darfst du gerne machen. Und natürlich darfst du unseren YouTube-Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.